Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Dave the Diver. Wir haben in der letzten Folge extrem viel Haifischfleisch und Sägefischfleisch und keine Ahnung was sonst noch gesammelt und haben das rosa Päckchen gefunden, das aber geklaut wurde. Und mal gucken, was nu, ne? Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich zu beruhigen. Genau wie Leas Jan, als sie Fenrir zum ersten Mal gegenüberstand. Okay. Da du den Ort gefunden hast, werde ich dich dafür belohnen. Ich mache gern ehrliche Geschäfte. Ja. Also dann, lass uns die Rettungsmission für Leas Jan beginnen. Ja. Nimm diesen Brennschneider. Okay. Wenn du das Schiff erreichst, wirst du eine Stelle sehen, die du aufschneiden kannst. Es wird eine Tasteneingabeaufforderung erscheinen. Schneide die Schwachstelle in der Eisentür auf und du wirst das Schiff betreten können. Berge einfach die pinkfarbene Lieferbox mit Leas Schaden aus dem Inneren des Schiffes. Das sollte einfacher sein, als du denkst. Aber ich habe gesehen, wie sie ein riesiger Tentakel das Schiff gepackt hat. Das sieht extrem gefährlich aus. Willst du damit sagen, dass es für Leas Schaden in Ordnung geht, dort unten in der Dunkelheit zu verrotten? Dieser Auftrag darf nicht einen Moment länger aufgeschoben werden. Ach, schon gut, ich verstehe. Na gut, ich werde versuchen, da runter zu gehen. Oh Mann, ich tu uns sehr, sehr leid. So, wieder viel mit Haifisch. Ne, hier ein kleiner Hai, ein großer Hai, ein Barracuda und so eine Dickkopfmakrele noch die Reste. Boah, haben wir viel Zeug. Geil. Juhu. Schließe den Tag ab und ich bin gespannt, ob wir den VIP besänftigen können. Stichtag, das kommt also heute. Ich bin gespannt. Hallo zusammen, hier ist Yui von die besten Sternenköche. Wir sind wieder bei Bancho Sushi. Ich frage mich, welche Sushi der Koch vorbereitet haben wird. Ich habe Quallensushi vorbereitet. Qualle? Das passt doch eher zur chinesischen Küche. Hast du wirklich gedacht, du könntest Vincent Yamaoka mit einer nicht traditionellen Zutat irgendwie beeindrucken? Deine Chance. Du bezeichnest dich selber doch als Feinschmecker. Vielleicht solltest du erst mal probieren, bevor du urteilst. Also schön, dann bring's rüber. Also gut, ich werde dir eine Portion Quallensushi bringen. Oh, ich muss das liefern. Mach ich. Bitteschön. Wow, das ist also die Qualle, ja? Ihr Fleisch ist ganz durchsichtig. Und die weißen Punkte sehen sogar recht hübsch aus. Was? Das wurde mit zusammengedrückten Reis zubereitet? Du hättest Gunkan-Maki verwenden sollen, damit er nicht abbröckelt. Der wird noch trocken. Probier es bitte, es ist schon gewürzt. Tja, es wird scheußlich schmecken. Aber ich bin im Fernsehen, also was soll's. Und der wird jetzt genauso ausflippen wie die alte vorher auch. Okay. Oh, Vincent, dieser Gesichtsausdruck. Es ist exzellent. Ich schmecke das Meer vom ersten Bissen an. Und das Quallenfleisch ist dicht und saftig. Und irgendwas platzt da gerade in meinem Mund beim Kauen. Könnte das Rogen des fliegenden Fisches sein? Moment. Nein. Der ist kleiner. Kaviar? Nein. Der würde den Quallengeschmack überdecken. Ist das etwa... Ja, ich habe die Qualle auf ein paar Meertrauben gebettet. Saftige Qualle und Meertrauben? Das ist das Meer. Ich schmecke das Meer. Das Meer, wo alle Schnecken tanzen und steppen. Ich muss zugeben, dieses Sushi ist hervorragend und zeugt von einer tiefen Kenntnis der verwendeten Zutaten. Aber warum eigentlich diese exotischen Zutaten, statt die schon bewährten? Der erste Grund ist Geschmack. Qualle hat einen milden Geschmack
bei der gleichzeitig festem Fleisch, wodurch man sie perfekt mit Geruch und Geschmack von Meertrauben kombinieren kann. Und der zweite Grund ist das schiere Potenzial. Es gibt so viele Zutaten da draußen. Sich nur auf ein paar klassische Zutaten zu beschränken, würde bedeuten, alle die unendlichen Möglichkeiten zu ignorieren. Danke für diese tolle Schlussplädoyer, Bancho. Aber jetzt ist der Moment für die Bewertung gekommen, Vincent. Gut, fangen wir mit der Bewertung an. Der Moment ist gekommen. Vincent schien das Quallensushi sehr zu mögen. Und Herr Bancho ist der Erfinder dieses Gerichts. Und welche Bewertung gibst du? Ich gebe Bancho Sushi 80 Punkte. Ist das nicht etwas niedrig? Du warst doch so begeistert. Ich werde es erklären. Das Sushi war in der Tat köstlich. Aber das Ambiente lässt doch etwas zu wünschen übrig. Es geht ja nicht nur ums Essen. Die Tatsache, dass man hier nur einen grünen Tee bekommt, bei diesem wunderschönen Ozean direkt vor der Tür. Romantik. Hier fehlt es an Romantik und einem gewissen Verständnis für Kunst. Daher nur 80 Punkte. Aber als besondere Belohnung gibt es von mir einen Kühlschrank. Wenn man hier in Zukunft kaltes Bier bekommen würde, würde ich sogar 100 Punkte geben. Das wäre perfekt. Wow, wie nicht anders von dir zu erwarten, Vincent. Das war ein richtig guter Tipp. Und wie hat euch heute die besten Sternenküche gefallen? Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein kaltes Bier mit dem ausgefallenen Sushi von Bancho Sushi. Bis zum nächsten Mal, eure Jui. Oh Mann. 1000 Gold, Alter, und 50 Likes. Geil. Neuer Inhalt Bier. Oh nein, ich kann jetzt Bier einschalten. Oh mein Gott. Gäste werden jetzt hin und wieder nach dem Essen Bier bestellen. Schenke ihnen Getränke ein und sorge für zusätzlichen Umsatz. Oh mein Gott. Ui. Wow, Bancho, das war großartig. Sogar dieser Snob Vincent hat dich gelobt. Er hat wohl wirklich einen guten Geschmack. Und mit dem letzten Kommentar hat er nicht Unrecht. Sollen wir ab jetzt auch Bier verkaufen? Geil, Bier, Alter. Nice. So, was servieren wir denn heute Gutes? Das ist das Quallensushi. Ach, das brauche ich für das Dingens. Das muss ich aufheben. Da haben wir, oh, guck mal, 14 Brocken. Da können wir jetzt auch mal veredeln. Oh, 10 Stück. Oh, wahrscheinlich kann ich das dann immer überspringen, wenn ich die Sequenz schon mal hatte. Ich glaube, ich hatte das ein oder andere Mal auch eine Sequenz noch nicht. So, was haben wir hier? Tigerhai. Und nochmal Tigerhai. Und nochmal Tigerhai. Was ist das? Weißspitzenhai. Und... Achso, das sind auch die Quallen. Das lasse ich. Aber das war's. Gut, wir nehmen auf jeden Fall das da. Das da. Alles, was schön viel Knete bringt. Ja, klingt gut. Also auf geht's. Oh. Kann ich denn noch? Ja. Ach ja, hier. Rang auf Stieg. Oh nein. Guckst du da? Oh je. Gold erhalten, juhu!
Neue Rezepte hinzugefügt. Speisenplatz, Küchenpersonal, Wasabi-Menge und Inventar. Sonst noch was? Nice. Kann ich ja gleich wieder Personal rufen. Moment. Stelle Personal auf viel höheren als aktuellen Cookstar Bewertungslevel ein. Oh, ich kann den ja eigentlich einstellen, ne? Gott, da muss ich auch erst mal gucken. Oh, Alter, da ist noch. Boah, ich komme gar nicht hinterher. Hatte ich nicht eigentlich einen eingestellt? Oder kommt der jetzt erst morgen? Okay, das war nicht so gut. Da muss ich erst üben. Auch nicht gut. Das ist schwer. Toll, wer wollte das jetzt? Hä? Komisch. Da ist er wahrscheinlich in dem Moment, wo ich das abgeholt habe, schon abgehauen oder so. Wahnsinn! Viel Geld! Geil! Oh! Mein Bobbes tut wieder weh. So, moin! Nichts Besonderes. Wo ist meine Maus da? Geil. Alter, 45 von 200. Puh, Follower, krass. Ah ja, warte. Was aufrüsteln? Ja, Tauchtiefe. So, als nächstes werden wir gucken, dass wir vielleicht die Harpunenkanone machen. Für mehr Damage. Damage, für viel mehr Damage. So, in einem Tag kommen die Quallen. Das heißt, wir müssen noch viel mehr Quallen sammeln. So viel Quallen wie möglich. Oh, da haben wir eine Likiste. Oh, da unten haben wir eine Waffenkiste. Die holen wir uns auch gleich. In der Hoffnung, dass was Gutes drin ist. Oh, aber warte, wir müssen die ja mitnehmen, damit die gebaut werden kann später, ne? Hm.
kommt jetzt bestimmt gleich wieder ein Riesenhai. Irgendwas Gefährliches. Ist das Wrack noch da unten an der gleichen Stelle wie vorher? Oh ja, da. Sehr schön. Ja. Das muss die Tür sein. Versuchen wir es mit dem Brennschneider. Halte den Schneider und verwende, um zu bewegen. Halte deine Bewegungen innerhalb des Kreises. Na, jetzt gibt das Ding aber Gas hier, ne? Oh, Entschuldigung. Ich bin weggerutscht. Ah, es hat aber funktioniert. Ja. Oh, ich hatte es so eilig, um dir ständig zu erklären, wie man ihn benutzt. Anständig zu erklären. Aber du hast es rausgefunden. Ja. Geh jetzt durch die offene Tür hinein. Okay, ich habe Angst. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich halte sowas nie für eine gute Idee. Der Bereich darunter scheint viel größer zu sein als erwartet. Sieh dich mal um. Unter dem gesunkenen Schiffswrack. Ach, ich bin gar nicht im Schiff drinne, sondern ich bin durchgeschwommen gewissermaßen. Oh, das Scharfschützengewehr, ja, das ist gut. Und hier liegt überraschend viel Sauerstoff rum. Ja, scharfes japanisches Schwert. Oh, das braucht zum Zuschlagen ein bisschen länger. Was ist das? Es ist bestimmt Excalibur. Mehr Fracks. Nicht gut. Da ist sie. Die pinkfarbene Lieferbox mit Leerschan. Moment, was noch wichtiger ist, sieh dir den Riesenkalmar an. Das ist also unser Übeltäter. Ich schätze, er weiß, was gut ist, wenn er es sieht. Auch wenn er nur ein Kalmar ist. Er scheint zu schlafen. Schleich dich an und nimm ihn heimlich mit. Oh, ich bin so weit gekommen, um mit leeren Händen zurückzugehen. Ich schätze, ich versuche mich heimlich zu nähern. Oh nein, das wird jetzt bestimmt so ein Minigame à la Ochs am Berg. Der guckt doch bestimmt hin und wieder. Und ich muss mich dann irgendwie ganz still verhalten. Guck! Giant Squid, oh mein Gott. Sag nicht, dass das ein Boss wird. Oh mein Gott. Er ist aufgewacht, ich muss zurück. Erzähl mir nicht, dass du kneifen willst. Benutz die Waffe, die ich dir gegeben habe. Die Harpune ist hier nutzlos. Okay. Oh Gott! Ich kann gar nicht an das Paket ran. Muss ich die Tentakel bekämpfen? Aha! 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 Ich muss hinschwimmen. Oh! Aua!
Ich muss hinschwimmen. Und muss auf sein Auge klatschen. Ja! Autsch! Hab's dir Aua gemacht? Oh, das tut mir aber leid. Oh Gott. Schnell. Jetzt gib endlich auf, Alter. Komm schon. Ist gut jetzt. Oh, wir haben sie gerettet. Schnell weg. War das gerade das Seevoll? Ja. Was meinst du? Ich sehe nichts außer der pinkfarbenen Lieferbox. Bring sie schnell zurück. Sie wartet auf ihre Rettung. Es ihm zu sagen, wird nichts bringen. Ich muss nach oben und es Dr. Basson sagen. Ja, wir haben den Kraken besiegt. Juhu. Die Box klemmt unter einem Kalmar-Tentakel fest. Ich muss den Imo durchschneiden, ob er wohl genießbar ist. Ich sollte versuchen, ihn Bancho zu bringen. Ach so, okay. Ja, da ist er. Komm zurück aufs Boot. Oh, er ist mal sehr enthusiastisch. Ich bin so erleichtert. Boah, wir haben unseren ersten Bossfight überlebt. Krass. Oh, lol. Ja, Leas-chan. Wenn man bedenkt, dass sie unbeschädigt blieb. Oh, es ist überall Salz. Ich werde dich sauber machen. Hier, komm, Lea. Oh, ich habe versehen Lea-chans Text gesagt, obwohl ich der Meister bin. jedenfalls ist ein Versprechen. Bitte sehr, die Tiefseestirnlampe. Es ist ein neueres Modell, das sich bei Bedarf automatisch einschaltet. Ich muss gehen und Leas-chan dabei helfen, sich zu erholen. Auf Nimmerwiedersehen. Alter. Und Geld, Essig und Salz. Geil. Wir können jetzt... Guck mal, da oben liegt sogar der Tentakel drauf. Puh, das ist wohl erstmal erledigt. Da fällt mir ein. Ich habe das hier mitgebracht. Was soll ich nur mit diesem riesen Kalmar-Tentakel machen? Er riecht so fürchterlich. Ich bin mir nicht sicher, ob man den zum Kochen nutzen kann. Ich muss Bancho anrufen. Ja! Ja! Das würde ich gerne herstellen. Was ist das denn? Ah, das ist bestimmt das Auge, wo wir kaputt. Nee, das ist der Schnabel. Das ist der Kalmaren-Schnabel. Wir haben zwar nichts mitgenommen, aber immerhin, ja, eine Sojasauce. Aber wir haben einen Kalmar, einen Riesenkalmar. Guck mal, ich habe die Soße mitgebracht. Anrufen. Dich anrufen. Bitte. Was gibt's, Dave? Ich habe Duff geholfen und ich habe einen Riesenkalmar besiegt. Das ist unglaublich. Das ganze Ding konnte ich nicht schleppen, also habe ich einen Teil seines Tentakels abgetrennt. Weißt du, ob das genießbar ist? Hm, natürlich! Das Ammoniumchlorid, mit dessen Hilfe er schwimmt, verursacht allerdings einen furchtbaren Gestank. Und weil er sehr zäh ist, ist es nicht leicht, ihn mit herkömmlichen Methoden zu kochen. Ich glaube sowieso nicht, dass wir ihn unseren Gästen anbieten können. Warum machen wir den Laden nicht für heute zu und schmeißen eine Party mit dem Kalmar? Ich war seit der Eröffnung so beschäftigt, dass ich dich trotz der harten Arbeit noch gar nicht mit einem richtigen Essen verwöhnt habe. Boah, das klingt fantastisch. Ich will auch. Lass mich ein bisschen aufräumen. Komm zur Sushi-Bar, wenn du fertig bist. Dr. Basson wird auch da sein, damit ich ihm von den Fischmenschen berichten kann, die ich gesehen habe. Ich will auch Sushi haben. Sogar die Katze kriegt Sushi, weißt du? Und ich nicht. Dave, bist du... Du bist etwas spät dran. Alle haben auf dich gewartet. Wow, du bist schon fertig mit Kochen? Wann sind denn alle gekommen? Oh, kann ich mit denen reden?
Eine Party mit Gästen. Es hat sich viel getan. Sehr gut. Hat es das wirklich? Gäste sollten in Restaurants an erster Stelle stehen. Essen, Getränke, Service und die Gäste sind das Fundament eines Restaurants. Früher gab es nur einen strengen Küchenchef und der hat gekocht. Ich war auch von Anfang an hier. Ja schon, aber du warst nicht besonders auffällig. Erinnerst du dich daran, was ich dir damals zu den Bewertungen auf Cookstar gesagt habe? Du sagtest, ich sei nicht wirklich erwähnt worden. Aber jetzt wirst du erwähnt, wenn auch nur selten. Sie sagen Dinge wie, er schenkte mir heißen grünen Tee ein. Er hat schwer an den Vorbereitungen des Wasabi gearbeitet. Er war freundlich, er sah beschäftigter. Oh, ach wirklich? Die Gäste kennen deine harte Arbeit an. Erkennen deine harte Arbeit an. Nun, das gibt mir ein gutes Gefühl. Gäste sind ehrlicher und intuitiver, als du denkst. Sie haben ein Gespür dafür, ob du aufrichtig, freundlich, fleißig oder geschickt bist und sie reagieren dementsprechend. Deshalb ist das so ein unglaublicher Moment, dass der eigensinnige Bancho mit den Leuten zusammenarbeitet und Partys veranstaltet. Ich denke, das ist dir zu verdanken, Dave. Da frage ich mich, wie er in der Vergangenheit war. Ich kann keine Einzelheiten über die Vergangenheit eines anderen Menschen preisgeben, aber vielleicht kann ich dir eines Tages sagen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Muhaha, Glückwunsch, Dave. Bancho Sushi spricht sich jetzt um. Er scheint richtig gute Laune zu haben. Sieh dir diese Kalmar-Tentakel an. Als Kind träumte man davon, sowas zu essen. Ja, klar, natürlich. Ich wette, es werden noch mehr Leute herströmen, wenn die Speisekarte solche Sachen bietet. Aber wir essen das nicht gerade, weil es schwer ist, das den... Aber essen wir das nicht gerade, weil es schwer ist, das den Gästen anzubieten? Du hast recht. Zu schade. Alle werden etwas probieren wollen, was so aussieht, egal wie es schmeckt. Egal wie es schmeckt, sagst du? Bancho könnte das auf keinen Fall ertragen. Machen wir was anderes. Gut, wegen der Tiefen. Ich habe dein Gefühl, dass da unten Dinge sein müssen. Dinge, wegen derer es die Leute aus den Sitzen haut. Und vor allem viel neuer Fisch. Wenn Dr. Bassons Forschung erfolgreich ist, wird dieser Ort berühmt und gut besucht sein. Du hast recht. Wenn das passiert, werden wir Tonnen an Geld machen. Bleiben wir also am Ball, Dave. Lass uns zusammen reich werden. Dr. Basson? Oh, Dave, was ist los? Ich habe unten das Seevolk gesehen. Du hast was? Du hast wirklich Seevolk gesehen und keine Dugongs? Wie haben sie ausgesehen? Waren sie bekleidet? Waren sie menschenähnlich? Sie haben einen Torso wie wir, aber mein Anblick hat sie in die Tiefen verschreckt. Ich konnte sie nicht richtig sehen. Wie schade. Das hätte eine unglaubliche Entdeckung sein können. Das bedeutet, dass wir ihnen in den Tiefen begegnen können. Dort ist das Signal am stärksten. Vielleicht ist dort sogar ein Dorf. Ein Dorf? Ja, sie haben Artefakte, Wandbilder, eine Sprache. Sie sind Wesen einer einzigartigen Zivilisation. Es wäre nicht im geringsten verwunderlich, wenn sie in einer Art Dorf zusammenleben würden. Das wäre tatsächlich eine Entdeckung. Uns könnte sich eine uralte Unterwasser-Zivilisation offenbaren. Dave, du bist meine größte Hoffnung. Mach weiter so. Ein Tentakel eines Riesenkalmar. Das ist wirklich eine schwer zu handhabende Zutat. Die Unterdrückung des Gestanks sollte mir ermöglichen, an deren Essenz zu gelangen. Du erforschst noch immer die Zutaten? Gute Arbeit heute. Du hast wertvolle Zutaten mitgebracht. Eigentlich nur Essig? War das Essig oder war das Sojasauce? Ich weiß nicht mehr. Das ist eine schwierige Zubereitung, aber das gehört zum Spaß am Kochen dazu. Und wie schmeckt? Das Essen war schon immer gut, aber heute ist es spektakulär. Da wir sehr viel hatten, habe ich viele unterschiedliche Gerichte vorbereitet. Obwohl wir sie unseren Gästen nicht anbieten können. Für den Weg des Küchenchefs scheint es kein Ende zu geben. Es ist gut, einen Weg zu haben, dem man folgen kann. Und so ist das auch mit der Erforschung von Zutaten. Dave, bitte bleib dran und eines Tages werden wir erfolgreich sein. Ich bin nicht sicher, was du meinst, aber sicher, ich bin auf jeden Fall mehr Fisch mit. Was spricht er denn jetzt? Boah, das war nicht so gut. Banchos Essen ist so lecker. Ich kann die wachsende Beliebtheit des Restaurants verstehen. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich den Fisch gefangen habe.
Wie dem auch sei, es ist eine Menge los. Ein Riesenkalmar, Seevolk. Die Geheimnisse des Ozeans kennen kein Ende, selbst wenn es gefährlich ist. Ich schätze, ich werde morgen sogar noch tiefer abtauchen. Ich frage mich, was ich wohl finden werde. Ach, was soll's. Drüber mache ich mir morgen Gedanken. Es ist an der Zeit, mit allen anzustoßen und sich auszuruhen. Und damit sage ich auch für diese Folge Tschüssili. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Yeah.